Die Inflation wird immer größer, viele Menschen müssen den Euro zweimal umdrehen und sich zweimal überlegen, was sie zum Essen einkaufen. Deswegen haben wir uns in den letzten Wochen mit dem Thema gesund einkaufen bei Lidl und Aldi beschäftigt. Doch wie sieht es bei den klassischen Supermärkten aus? Kann man auch hier noch gesund kochen zu bezahlbaren Preisen? Wir schauen uns deshalb heute das Angebot der Rewe Eigenmarke an und was mich der Wocheneinkauf für 4 Personen kostet. Ich bin erkennend Plant-Based Ernährungsberater und auf meinem Kanal möchte ich euch zeigen, wie gesundes Essen richtig funktioniert. Wir kochen hier nach dem aktuellen Stand der Ernährungswissenschaft und mit jeder Menge Bums. Das heißt, dass es einfach sakrisch gut schmeckt und wer das nicht glaubt, der drückt den Red Button oder schaut einmal ins Bierhall rein. Das heißt, Buch gibt's ab Weihnachten, da findet ihr die geschmackigsten Rezepte der letzten 3 Jahre und jetzt viel Spaß beim Video. Mir persönlich ist es wichtig, auf Lebensmittel in Bioqualität zurückzugreifen. Das habe ich auch bei den Lidl und Aldi Einkäufen gemacht. Wer hier keinen großen Wert drauf legt, kann nochmal 20-30% an Kosten sparen. Eingeteilt wurden die Lebensmittel wieder in folgende Kategorien: Proteinlieferanten, Kohlenhydratkomponenten und natürlich Obst und Gemüse. Und wir fangen mit den Proteinlieferanten an. Und kommen gleich zum Tofu. Hier gibt es ganz klassisch geräucherten und Naturtofu. Beide kosten 2,19 Euro und sind somit genauso teuer wie der Tofu beim Discounter. Allerdings, wie ich finde, in besserer Qualität. Mir schmeckt der Tofu vom Rewe deutlich besser, aber das ist Geschmackssache. Wichtiger ist, dass er aus europäischem Anbau kommt und kein Schnickschnack drin ist. Weiter geht's mit Hülsenfrüchten. Die kosten in der Eigenmarke 1,99 und sind somit 34 Cent teurer als zum Beispiel beim Aldi. Was jetzt nicht die Welt ist, Herkunft. Länder sind Türkei bei den roten und Italien bei den braunen Linsen und ich glaube im Aldi war es Tschechien oder so. Und weil wir gerade bei Linsen sind, die gibt es auch als Pasta und das ist halt ein riesen Pluspunkt und bringt somit deutlich mehr Abwechslung auf den Teller. Die kosten zwar 1,99 und sind jetzt nicht gerade billig, vor allem weil es nur 250 Gramm sind, dafür aber mit Naturlandsiegel, was ähnlich hohe Standards setzt wie Bioland oder Demeter. Wer sich nur kleine Portionen Hülsenfrüchte kaufen möchte, bekommt hier auch eine Auswahl im Glas, zum Beispiel Kichererbsen für 1,19, aber deutlich teurer als die getrockneten. Eine gute Auswahl an Nüssen und Kernen gibt es ebenfalls, ähnlich wie bei Aldi und bei den Preisen sind die Unterschiede jetzt nicht so riesig. Die Mandeln kosten hier 3,69, beim Aldi 3,49. Was die Discounter nicht anbieten, ist natürlich sowas wie Nussmus. Nussmus bietet uns viel Eiweiß und Fett und hilft uns so relativ einfach, eine gesunde Abwechslung ins Essen zu bringen. Mit 5,99 nicht günstig, aber immer noch günstiger wie Käse. Auf die gleiche Energiedichte bezogen, nur mit hochwertigerem Fett und Eiweiß. Ein Sojajoghurt habe ich auch gefunden, relativ clean und somit eine weitere Komponente zur Bedarfsdeckung. Summa summarum kann ich sagen, dass ich so viel unterschiedliche Eiweißkomponenten kaufen konnte, dass ich sogar auf die tierischen Produkte verzichten konnte. Anders als zum Beispiel beim Lidl, wo ich auch auf das Käseangebot zurückgreifen musste, um bedarfsdeckend Abwechslung auf den Teller zu bekommen. Da wir aber natürlich Pflanzenproteine nur gut verstoffwechseln können, wenn wir alle essentiellen Aminosäuren am Start haben, brauchen wir jetzt halt noch ein paar vollwertige Getreidekomponenten, die uns dann auch gleich noch mit ein paar guten Kohlenhydraten versorgen. Eines der wichtigsten und gesündesten Kohlenhydratquellen aus heimischer Produktion sind Kartoffeln. Die sind aber mit 2,99 über 1 Euro teurer als die Bio-Kartoffeln aus dem Discounter. Richtig gutes Zeug gibt es auch als Vollkorn, zum Beispiel Hirse, aber auch andere Sorten mit 1,39, also 2,78 Euro aufs Kilo, um rund 1 Euro teurer als die beim Discounter. Und auch hier gilt, wer sparen muss, bekommt es bei Aldi günstiger. Was aber nicht bekommt, ist Dinkelpasta. 1,69 für 500 Gramm mit Naturlandsiegel ist, wie ich finde, kein schlechtes Angebot, wenn man auf die glyphosatverseuchten konventionellen Weizenpastaprodukte verzichten will. Was mich wirklich überrascht hat, ist die Qualität zweier Fertigprodukt-Eigenmarken. Die Haferbällchen und auch die Falafel haben wirklich nur cleane Zutaten. Und ich muss sagen, wenn ich die jetzt selber zu Hause mache, dann liest sich meine Zutatenliste jetzt nicht so anders. Und ich finde, das sind richtig coole Kohlenhydratkomponenten. Richtig gut finde ich auch das 5-Korn-Müsli. 2,29 für 750 Gramm. Meiner Meinung nach braucht ihr da nichts mehr. Wenn ihr auf Hafer- und Kernteilfrühstück steht, dann macht ihr definitiv nichts falsch. Was ich auch mitgenommen habe für 1,19 ist das hier, Apfel-Mango-Mark. Kannte ich bisher nicht und werde das mal als Süßungsmittel und Gegenspieler bei meiner Süß-Sauer-Komposition in den Gerichten einsetzen. Mal schauen, was das kann. Wer aufs Brot nicht verzichten will, die haben richtig gute Pumpernickel, wie ich finde, eine gute Vollkorn-Alternative. Kostet 1,09 Euro.
Im Großen und Ganzen gibt es eine ziemlich gute Auswahl an guten Kohlenhydraten, die uns in Kombination mit den Eiweißkomponenten lange satt machen werden, ohne Heißhungerattacke. Bei den Preisen ist es ganz unterschiedlich. Manche Preise sind identisch zum Discounter, wie zum Beispiel der Tofu. Manchmal beträgt der Unterschied nur 10, 20 Cent, aber vor allem Getreide ist deutlich teurer als im Discounter. Da sehe ich das größte Einsparpotenzial, wenn man stark aufs Geld achten muss. Kommen wir zum Gemüse und auch hier gibt es natürlich eine riesige Auswahl und im Endeffekt alles, was das Herz begehrt. Preislich gibt es auch hier kleine bis keine oder auch sehr große Unterschiede. Der Kürbis zum Beispiel kostet 2,79 das Kilo, beim Aldi nur 1,99, in Bioland-Qualität wohlgemerkt und beim Aldi nur 1,39. Der Brokkoli wiederum war mit 1,49 knappe 50 Cent günstiger als beim Lidl. Ich denke, unterm Strich spart man sich beim Gemüse ein bisschen was. Wenn man allerdings erst 20 Minuten mit dem Auto zum Lidl fahren muss und zu Fuß zum Rewe kann, dann würde ich mich wahrscheinlich für einen Rewe-Einkauf entscheiden. Apropos Einkaufen, ein bisschen Schnickschnack habe ich auch eingekauft. Kokosmilch, Kokosjoghurt, Hafermilch, Apfelessig, Zitronensaft, kleine Gierkel und Edamame. Passen da nicht rein, war mir aber wurscht. Und weil es nicht wurscht ist, für mich hat die Bio-Kokosmilch-Eigenmarke von Rewe das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sehr hoher Fruchtfleischanteil, sehr gute Qualität, Naturlandsiegel und für 1,89 nur 40 Cent teurer als die konventionelle von Rewe. Also für mich preis-leistungstechnisch die beste auf dem Markt. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Rewe nicht zwingend viel teurer sein muss als der Discounter. Man muss sich allerdings gut auskennen und wissen, wie der Markt gerade drauf ist. Und wenn man gerne auf Artikel zurückgreifen möchte, die es beim Discounter nicht gibt, ein bisschen Schnickschnack halt, dann kann man mit Mehrkosten zwischen 20% und 40% rechnen. Ein Wocheneinkauf Lidl hat mich ein bisschen mehr als 60 Euro gekostet, bei Rewe habe ich jetzt 105 gezahlt. Ich denke aber, wenn ich ein bisschen weniger Schnickschnack gekauft hätte, ein bisschen mehr nach Sinnhaftigkeit, braucht es jetzt wirklich eingekauft hätte, dann wären bestimmt noch einmal 15 bis 20 Euro zu sparen gewesen. Und weil wir nicht nur Theorie machen, sondern auch Praxis, schauen wir uns einmal an, wie man jetzt einzelne Gerichte zusammenstellen kann und was sie kosten. Zum Beispiel Brokkoli, Zucchini, Champignon, Hirse, Tofu, Knoblauch macht 8,37 Euro für 4 Personen. Oder Fenchel, Aubergine, Karotten, Pasta, Kokosmilch, Tofu und Knoblauch für 8,42 Euro für 4 Personen. Oder Kürbis, Pastinake, Spinat, Linsen, Falafel und Knoblauch für 10,40 Euro für 4 Personen. Oder Kartoffeln, Wirsing, Linsen, Erdnüsse, Haferbällchen und Knoblauch für 6,34 Euro für 4 Personen. Oder wir machen es ein bisschen fancy, Kartoffeln, Wirsing, Champignons, Tomaten, Kokosmilch, Pasta, Kichererbsen und Knoblauch für 11,47 Euro für 4 Personen. Und genau dieses Rezept kochen wir jetzt, weil es richtig gutes Zeug ist. Wenn ihr den Preis für dieses Rezept noch drücken wollt, dann verzichtet ihr natürlich im November auf frische Tomaten und nehmt dafür passierte, dann spart ihr euch gleich mal 2 Euro und landet unter 10 für 4 Personen. Wir fangen mit einer Zwiebel an, weil es ja klar ist. Und weil es ja klar ist, schneidet ihr die erst einmal richtig klein, aber eigentlich könnt ihr auch Ringe schneiden, weil es eigentlich wurscht ist. Weil das ja klar ist. Und weil das ja klar ist, braucht man erst einmal 500 Gramm Kartoffeln und die schneidet erst einmal mundgroße Stücke. Ihr könnt es aber auch größer schneiden, aber dann schaut es beim Essen ein bisschen blöd aus. Weil das ja klar ist. Weiter geht's mit 250 Gramm Champignons. Die viertelt ihr, weil Vierteln am meisten Spaß macht und Achteln einfach zu lang dauert. Halbiert sind's dann irgendwie zu groß für ein perfektes Mundgefühl. Und wenn ihr nur kein Wirsing habt, dann nehmt ihr so viele Blätter, bis ihr 600 Gramm davon so richtig schön einrollen könnt, gewaschen natürlich, und dann schneidet ihr das Ganze erst einmal in so schöne Ringel, was relativ schnell geht. Und dann haut die Ringel zusammen, damit das Zeug später im Mund reinpasst. Die sakrisch teuren Tomaten kauft ihr erst gar nicht, und wenn doch, dann haut ihr lieber einen sakrisch guten Tomatensalat mit Knoblauch. Aber wenn ihr unbedingt das Rezept 1:1 nachmachen wollt, zwinger tut euch ja keiner, dann viertelt die, weil achteln dauert zu lang und halbiert passen es nicht im Mund rein. Ein bisschen Geschmack brauchen wir auch, einen Teelöffel Piment, einen gehäuften Teelöffel Rauchpaprika, einen gehäuften Teelöffel Lieblingscurry, zwei gehäufte Teelöffel Thymian, ein bisschen an Boxhornklee und ein bisschen Salz. Und wenn ihr andere Gewürze daheim habt, dann nehmt halt die oder nur Salz und Pfeffer. Wie gesagt, 1:1 ist nice, but not must. Verstehst? Dann schmeißt du Zwiebeln in den Topf und wenn es gut ausschaut, reibt es 4 Knoblauchzehen dazu oder 8. Und wenn es geil duftet, dann Esslöffel Tomatenmark. Das ist auch ein nice, kein must, also optional. Habt's mich.
Dann die Gewürzmischung, also Salz und Pfeffer, die Erdäpfel, Schwammerl, Paradeiser, ein bisschen umeinander rühren, das macht man so beim Kocher. Und dann mit 600 ml Gemüsebrühe aufschütten, das ist ein Must, kein Nice. Und eine Dosen Kokosmilch. Da können wir jetzt drüber streiten, ob das ein Nice oder ein Must ist. Also ich darf das jetzt schon neu machen, an eurer Stelle, wenn ihr mich fragt. Dann köchelt ihr das Ganze 30 Minuten ohne Deckel und nach 30 Minuten kommt der Wirsing dazu. Und dann köchelt ihr das Ganze noch einmal mit Deckel, 30 Minuten. Und jetzt haben wir richtig viel Zeit und schütten erst einmal Wasser in einen Topf. Das ist also eher so ein Sonntagsgericht. Dafür kannst du es dann Montag und Dienstag einfach so essen, ohne Stress. Clever, oder? Sakrisch clever. Wenn das Wasser dann kocht, schüttet Salz dazu, weil eine Dinkelpasta ohne Salz schmeckt wie ein paar eingeschlafene Viers und das wollen wir ja nicht. Sonst heißt es wieder, das gesunde Zeug schmeckt aber nicht, Sackelzement. Dann sage ich mir selber schon, ich streng dir halt mehr an, Sackelzement. Die Dinkelpasta freckt ihr mit eiskaltem Wasser ab. Wichtig, die sollen später nichts mehr aufsaugen und vor allem nicht matschig werden. Und wenn ihr dann 400 Gramm gekochte Kichererbsen dazu haut, dann schaut das schon mal richtig gut aus. Jetzt stellt euch vor, ihr habt eine Zwiebel angebraten und vier Knoblauchzehen und einen Teelöffel Thymian und einen Teelöffel dunkles Miso. Glaubt es mir, das schmeckt einfach nur affengeil. Und das haut dann mit in die Schüssel zusammen mit dem Abrieb einer Zitrone und dem Saft einer halben. Und dann dürft ihr so lange mit dem Stabmixer mixen, bis ihr einen geschmeidigen Teig bekommt. Der muss einfach so geschmeidig sein, dass ihr ohne Probleme kleine kleine Kugelrollen könnt. Die Handflächen ein bisschen befeuchten und dann sollten sich der Teig sehr leicht verarbeiten lassen. Und wenn ihr es ein bisschen deftig wollt, dann haut ihr jetzt die Kugeln in Öl und bratet sie an. Ihr bekommt dann lecker, fettig, knusprige Dinkelfalafel, die schon sehr gut sind. Oder ihr macht richtig gutes Zeug und schmeißt die Dinger auf ein Backblech mit Backpapier und pinselt sie mit ein bisschen Öl ein und ein bisschen Salz. Alles gut verteilen und dann für 40 Minuten bei 180 Grad im Ofen backen. Nach 20 Minuten wendet ihr sie einmal, damit sie von beiden Seiten schön knusprig werden und dann dürft ihr anrichten. Ihr braucht eine Schüssel, weil auf einem Teller isst sich so ein Curry oder ein Topf recht schwer und da drauf haut dann eure Bällchen. Und ich sag's einmal so, gut war's. Wir sehen uns nächste Woche, bleibt gesund und kocht's was Gescheites.